Ja, also ich sag's euch, Leute, erstmal Glück auf und so, ne? Wir kämpfen jetzt hier gegen einen Polen, der sich in meiner Burgnähe rumgetrieben hat. Das finde ich nicht in Ordnung. Also den putzen wir radikal weg, würde ich sagen. Schützen, ihr bildet hier oben eine Linie. Zonga! Wisst ihr was? Die Infanterie bildet hier auch mal eine Linie. Sicher ist sicher. Also ich will eigentlich keinen Sturmangriff riskieren. Hoppala! Die sind aber auf einmal nah, hör mal. Feuert, Männer! Stück zurück, Infanterie! Ich glaube, die werden jetzt schon weggetrieben, hä? Neue Feinde sind eingetroffen, na? Sollen sie mal eintreffen, ist mir egal. Ich geh mal gucken, wo die sind. Dabadadam. Hallo, Spekulatius Priester. Also ich muss schon sagen, das ist eine ziemlich lächerliche Nummer, was der polnische Fürst hier gerade abgeliefert hat. Von ist der andere Fürst, dem gehen wir mal Hallo sagen. Da wird er sich aber freuen, der Schlingel. Bleib doch mal stehen, ich will Hallo sagen. General Gustav Evertsson Horn. Seid mir gegrüßt, mein Freund. Seid mir gegrüßt. Ich habe einen Verwundeten. Wie kann er es wagen? Na gut, ich nehme ein bisschen was mit. Dann frage ich den mal, was er dazu sagt. So sehen wir uns also wieder, Lord Peter. Ich höre, da besiegt hat. Pa. Zur Hölle mit dir. Besiegt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ich würde nicht sagen, dass er mich besiegt hat. Vielleicht ein bisschen verkloppt. Ja, hier haben wir ja jetzt auch schon wieder fast 200 Leute drin, ne? 30 Schotten. Musketiere en masse. Leibgardisten haben wir auch ordentlich drin. Also, mir gefällt's. Da will ich jetzt auch gerade eigentlich gar nichts mehr groß investieren, muss ich sagen. Habe ich auch nicht nötig. Bleib mal stehen, ich möchte weg. Boah, wieso ist denn das schon wieder hier zurückerobert und so? Hatten wir das nicht mal eingenommen vor einer Weile? Also von mir aus kannst du verschwinden, ja? Ich habe gesagt, du kannst von mir aus verschwinden. Hörst du schlecht? Krakau auch. Diese blöden Polen, Mann. Ich will, dass die vernichtet sind. Aber das dauert so lange, bis man die mal vernichtet hat. Weil die sich immer wieder hochrappeln. Dieses Mistpack. Ich hasse sie so. Was ist denn eigentlich hier hinten los? Festung Kaun, da hatten wir doch schon mal ein bisschen... Boah, die haben schon wieder so viele Leute hier drin. Das gibt's doch gar nicht. Musketiermilizionär. Och, Mann. Wie sollen wir denn hier mal ordentlich was machen, hör mal? Wenn die immer so viele Leute hier drin haben. Viele Milizionäre. Das war auch, glaube ich, das war auch diese blöde Burg. Das ist mir echt ein zu gewagtes Spiel, muss ich sagen. Aber wir könnten schon wieder eine Rekrutierungsrunde machen. Oh, shit! Okay. Ich möchte eigentlich nicht, aber ich muss, hä? Bin ich dem voll reingeritten. Na gut, was soll's. Infanterie nach vorne, Schützen nach hinten. Na gut, Infanterie vielleicht noch ein Stück nach vorne. Sicher ist sicher. Die Hunde wollen uns umrunden. Das lassen wir nicht zu. Feuert aus allen Rohren. Ihr habt Kugeln. Benutzt sie auch.
Ja. Regeln wir das mal so. Damit meine Leute ein bisschen mehr ins Ziel bekommen. Hier sind immer die kleinen Hügelchen im Weg. Die haben sich eingeschossen. Tut doch was, um Himmels Willen. Boah, ich verliere zu viele Truppen. Infanterie, es geht nicht anders. Ihr müsst jetzt mal angreifen. Lockt sie aus der Reserve, macht sie alle. Ihr seid im Vorteil, die sind momentan im Fluss alle. Hab ihn vom Pferd geholt. Vorsicht, Leute, sie kommt, die Reiter. Neue Feinde sind eingetroffen, was soll's. So, die Schotten räumen inzwischen hier unten ordentlich auf. Wo wollen wir denn hin? Mein deutscher Freund. Holt euch die Reiter. Lasst nicht zu, dass die zu nah rankommen. Mist. Du wirst mit einem Lord kämpfen, ja? Das hast du davon. Oh, oh. Oh, du Lümmel, du wolltest aus nächster Nähe, ja? Habe ich schon gemerkt, was du für ein Arsch bist. Ich hack dich in handliche Stücke, mein Freund. Wo wollen wir denn hin? So. So, aber ich denke mal, wir sollten jetzt hier eigentlich gleich soweit fertig sein. Pferd! Schwindegaul! Lasagne machen! Da ist noch ein Pferd, noch mehr Lasagne! Zack, hier habe ich den Arsch aufgerissen. Wie die übelste Verstopfung der Welt habe ich dir den Anus gesprengt. Na, meine Schützlinie, ich darf doch mal ein bisschen auf eure Köppe springen, hä? Aber ich finde das richtig cool hier. Ich liebe meine Schützen, die sind so knorke. Und meine Leibwache erst. Oh, schick, schick, schick. 10 Tote, damit kann ich sogar leben. Und du bist jetzt mal sowas von gefangen. Und ich krieg sogar Leute dazu. Nett. Na gut, warum eigentlich nicht, ne? Ich nehme die mit. Und die kommen dann allesamt in meine Garnison rein, würde ich sagen. Das sind billige Leute, warum nicht? Also vorwärts. Garnisonseinlagerung, ich höre dir trapsen. Schwupp. Eine Garnison möchte ich stationieren hier. Ich habe noch einen Gefangenen. Und ich habe euch ein bisschen was mitgebracht hier, bitteschön. Bitte, bitte. Bitte, bitte. 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 So, jetzt habe ich aber hier eine ganz schöne, hä? Ja, 229 Mann schon, hallo? Also das nenne ich mal eine Garnison vom Feinsten haben. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich heil zurück nach Schweden komme und mir neue hole. Und danach haben wir in Burg Allenstein eigentlich genug Leute, würde ich sagen. Damit sollte ich locker über die Runden kommen. Gebt mir die Leute, die ich brauche. Gebt sie mir geschwind. Sind wir verfeindet? Sieht so aus, ne? Schlacht auf eurer Seite, sehr schön. Ah, zack, und ja, ergebt euch doch mal, jawohl. Oh, die ziehen... Oh, feiges Gesindel! Oh, mein Verbündeter hat viele Reiter dabei. Da wollen wir den doch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, hä? Los geht's.
Meine Varvara, die müsste hier ja eigentlich auch mit unterwegs sein. Die hat hier auch ein schönes Pferd. Die sind schlau. Erst wollen sie sich verschanzen und dann kommen sie doch raus, oder was? Hier ist kein Mensch mehr drin. Na, fantastisch. Na, wer wird denn hier gleich so abgehen wollen? Nicht fliehen. Ah, ist ja gut. Ich bin da. Wir können loslegen. Jetzt lasst euch mal treffen, oder was? Das ist doch unfair. Wo willst du hin? Ah, verfluchtes Ding. Bleib stehen, du Stück. Hab dich. Lasagne machen! Lasagne! Lasagne! Bleiben Sie stehen, Gaul. Lasagne ist Pflicht. Keine Schlacht ohne Siegeslasagne, mein Freund. Und heute stehst du nun mal auf der Speisekarte, ja? Boah, nur zwei Verwundete, das lief doch wunderbar. Hier kriegen wir noch einen Leibgardisten dazu, nett. Boah, hier auch noch drei. Da würde ich sagen, hat sich das doch glatt gelohnt. So, trotzdem rekrutieren wir noch mehr. Denn ich krieg den Hals nicht voll. Her damit. Bestellen, bestellen. Ich hab da noch was anderes zu tun, also lasst mich gefälligst in Ruhe. Wo bin ich? Hier bin ich. Da will ich hin. Los geht's. So, gleich noch beim Gemischtwarenhändler mit vorbeischauen. Und ich wollte ja auch noch gucken für meinen Spekulatiuspriester, war das, glaube ich. Dass wir für den vielleicht noch ein paar passende Handschuhe finden, ne? Panzerhandschuhe und so. Da könnten wir nochmal ein Auge drauf werfen. Zack. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Reval, du schöne Stadt. Jetzt pass mal auf hier. Also, wenn du Leute hast, dann musst du mir die auch mal geben, ja? Schade, dass man hier keinen Dauerauftrag reingeben kann. Ich würde das ja sogar so machen, dass ich das Doppelte für die Soldaten zahle und dafür die halt immer mir ausbilden, wenn ich sie abgeholt habe. Und jedes Mal, wenn ich die Stadt betrete, bekomme ich automatisch die Truppen. Das wäre doch schön. Da würde ich voll viel Kohle für geben. So, wie sieht's aus? Panzerhandschuhe brauche ich. Hier haben wir welche. Das ist schön. Die waren auch nicht besonders billig, aber er wird's mir danken. Genau, weil der hat hier nur solche dummen Handschuhe, die nicht mal irgendwelchen Schutz bringen. Jetzt hat er Panzerhandschuhe. Handgemachtes. Oh, verbogene Kugeln. Da würde ich ja gerne noch was Besseres haben. Irgendwelche ordentlichen Kugeln noch. Das wird sich doch aber einrichten lassen, hä? Hier haben wir doch zum Beispiel gute Kugeln. So. Ausrüstung zeichnen. Die verbogenen Kugeln. Bitteschön. So, damit würde ich sagen, ist der Spekulatiuspriester fertig. Den haben wir ausgerüstet, so wie wir ihn ausgerüstet haben wollen. Da lässt sich nichts mehr dran werkeln. Oh Mensch, immer alles einzeln, das ist doch kacke. So, wir gucken trotzdem nochmal beim Rüsthändler nach guten Sachen. Aber nicht irgendwelche, die besser aussehen, die hier zum Beispiel. Na, wir nehmen mal die. Hast du Panzerhandschuhe? Hast du nicht, schade. Wie sieht's denn eigentlich aus? Würde mich mal interessieren. Nicht, dass ich die Nachricht schon wieder verpasst habe. Vielleicht sind die Sachen ja schon fertig. Der ist noch beschäftigt, gut. So, Varvara, lass uns mal reden. Weil die Stiefel sind zwar ein bisschen besser, aber die passen dann gut zur Rüstung. Die du ja wohl bald mal bekommen wirst.
Streng dich an, dann siehst du auch bald so toll aus wie alle anderen. Stadtzentrum Befehlshaber gar nicht. Garnisonsbefehlshaber abholen. So, und jetzt hätte ich gerne mal einen kleinen Überblick. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Schweden? Also unsere Kerngebiete sind eigentlich alle ganz gut. Sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus, ne? Schweden hat ganz schöne Ländereien. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass sich Polen so erholt hat. Ich hatte gehofft, wir machen die demnächst platt. Und auch die Roten, die waren ja schon kurz vor der Vernichtung. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin irgendwo hier hinten unterwegs, ne? Wir reiten mal nach Polotsk hinter. Und zahlen wieder Unsummen an unsere Leute. Hast du Panzerhandschuhe? Natürlich nicht. Wozu auch? Pah. Oh, mein Dorf! Wie kannst du es wagen? Zwischenstopp in Vilna. Ach, das ist eine feindliche Stadt. Ey, die ist ja auch ganz frisch. Ah nee, die ist nicht ganz frisch eingenommen. Egal, ich muss zu meinem Dorf und zwar zack. Verdammt, ich komme zu spät. Mein Dorf wurde vernichtet. Oh, nicht Fieber, musste das sein. Na egal, die werden schon nicht wegsterben. Ich war ja rechtzeitig genug hier. Da sterben vielleicht ein, zwei und das war's. Nicht sterben, Leute. Ich warte euch. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Besiegt das Fieber. Sehr gut. Niemand ist gestorben. Das muss man auch erstmal schaffen. Moment, wir können doch auch hier mal gucken. Habt ihr Panzerhandschuhe? Na, ich hab's auch nicht vermutet. Aber komm, in Königsberg werden die doch welche haben, hä? Also jetzt, ich bitte dich. Aber nur hässliche. Was eine Scheiße. Entschuldigung, ich hab das nicht gesagt. So, Finanzbericht. Aber zack. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt dabei? 4000, das ist nicht besonders viel. Was willst du denn? Musketiere, Milizionär, Pikenier. Der hat ja gar nicht so viele Reiter, hä? Feigling, feige, abstoßende, stinkende Ratte. Ey, da kommst du ja doch wieder raus. Ich krieg dich. Und ich mach dich alle wie Chips vom Fernseher. Nee, Moment. Hier ist was schief gelaufen. So wollte ich das machen. Boah, die sind ja aber schon nah. Infanterieangriff. Reiterangriff. Ah, das war die Leibgarde. Die kann auch ruhig angreifen. Schützen, ihr macht, was ihr am besten könnt. Feuern vom Feinsten. Ihr wird sich nicht in den Wäldern verschanzt. Boah, ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Entschuldigung, ich habe dich nicht mit Absicht umgeritten. Ich meine, es ist schön, dass es passiert ist, aber es war eigentlich gar nicht gewollt. Oh, das macht Freude. Entschuldigung. Immer wieder schön sowas. Hallo. Gut gemacht, Männer. Diesen Fürsten, den haben wir ordentlich den Kopf rasiert. Ah, leider haben wir nicht gefangen. Schade, schade, Schokolade. Aber es war trotzdem ein schöner Sieg, muss man sagen. Und er führt dazu, dass mein Trupp noch stärker und besser wird. So liebe ich das, so mag ich das. So liebe ich das, so mag ich das, so brauche ich das. Ich reite jetzt mal hinten in meine Gebiete. Ich brauche nämlich dringend Kohle. Vielleicht kriegen wir ja im Dorf wieder einen hübschen Batzen. Tada! Also einen hübscheren Batzen habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt, ja?
Das ist doch ein schöner, schöner Batzen. Unsere Burg hier hinten ist erstmal soweit fertig. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier vorkommen. Angebot akzeptieren. Ich verkaufe gerne Fürsten für viel Knete. Wie sieht's jetzt eigentlich aus in Riga? So langsam müsste doch das Zeug mal fertig sein, hä? Noch 2 Tage verbleiben. Die 2 Tage, die kann ich ja schnell noch warten. Macht mal ein bisschen hinne. Wir warten auf die guten Sachen. Schneller, 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 schneller. Vavara ist auf Stufe 11 aufgestiegen, das ist schön. So, wie sieht's aus? Habe ich was übersprungen aus Versehen? Ne, das braucht noch einen Tag. Gut. Dann warte ich mal, bis die Benachrichtigung kommt. Oh, ich hasse es, meinen Leuten Geld zahlen zu müssen. Das ist ekelhaft. Ich will das nicht. Ja, für die Vavara müssen wir dann nämlich auch gleich noch Zeug bestellen, würde ich sagen. Sehr gut. Dann Stadtzentrum, Kaufmannsgilde abheben. Dann erstmal zum Rüstmeister. Käufe tätigen, weiter. Da kaufen wir die handgemachte schwarze Rüstung. Und gehen zum Waffenmeister. Käufe tätigen. Und kaufen erstmal das schöne handgemachte Gewehr. Dann gehen wir zur Kaufmannsgilde und hinterlegen Geld. 20, 4, 6, 8, 10, 12. So. Wie kam ich denn jetzt direkt auf 20? Na, also sowas. So, gut. Das kriegt jetzt der Carlson. Der hat auch normale Kugeln. Der hat das Gewehr schon. Der kriegt jetzt noch das schöne handgemachte Breitschwert. Und den 50er Helm. Und den nehme ich mir, weil der besser ist. Und die Vavara, die kann ja dann inzwischen eigentlich den anderen haben. Den brauche ich ja jetzt gerade nicht. Und wie sieht's aus? Jetzt ist er auch stark genug für die Rüstung. Das ist doch wunderbar. Wunderbar, würde ich sagen, ist das. Gut, Leute. Damit war's das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.